Das Spiel komplett gecrashed gerade. Mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Natürlich. Okay. Ärgerlich. Einfach nur mega ärgerlich gerade. Okay, dann sehen wir uns dann gleich da wieder, wo ich, denke ich mal, aufgehört habe. Bis gleich. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, dass das jetzt nicht wieder hängen bleibt. Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead. Gross. Ethan! Okay, es läuft weiter. Puh! Our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. Okay, I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. We're all sick. Okay. Gespeichert. The sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Sicher? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob nicht doch der ist. Die Mine. Warte mal, ich muss wieder runter. Weil das Tor war doch. Nee, das. Die Minen? Minen sind im Berg. Warte mal. Warte. Orientierung. Null. Aber warte mal. Gehen wir nach. Ich habe keine Ahnung, ob wir nach oben müssen. Nach unten. Was geht's, wenn wir hier lang gehen? Passiert da irgendwas? Kommen wir hier überhaupt lang? Nein! Okay. Okay. Was sind hier, wenn dann überhaupt Minen? Hier hochgucken. Oh, ich komme da nicht hoch. Schade. Ich versuche mir gerade mal ein bisschen Überblick hier zu verschaffen. Oh, doch kein Hui. Schade. Okay, ich komme da. Ich komme doch gerade von da. Was ist denn da los? Okay, hier scheint es auch nicht weiter zu gehen, oder? Sportlich, sportlich, mein Freund. Okay, wir laufen jetzt einfach mal hier weiter, weil ich nicht weiß. Ich weiß, ich habe unten ein Tor gesehen. Ich vermute mal, dass es auch das ist, weil hier oben geht's. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. Warum nicht? They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Wir gehen das automatisch schon runter. Okay. Ich wollte doch aber. Oh, nee, wir kommen da nicht hoch. Oh, jetzt gibt es zwei Wege. Na toll. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Ich wollte doch aber mal zu dem. Zu diesen zwei Häusern. Okay. Hier ist die eine Höhle. Das ist die Mine. Warte. Guck mal hier. Okay, hier kommen wir definitiv nicht rein. Die Mine. Was ist denn mit den Häusern dahin?
Warte mal, ich gehe jetzt einfach nochmal zurück. Hier war doch... Irgendwo waren doch hier die Häuser. Das ist so wunderschön. Genau, okay. Hier ist der Tunnel. I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Okay. Bits and pieces of me stay on the other side. Da. Waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Okay. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Jetzt! Hier! Ach, wie schnell man abgelenkt wird bei Open World. Furchtbar. Okay. Ist das das Haus von Ethan? Na gut, es sind zwei Häuser. Guten Tag! Oh, da liegt was. Oh, was sind das für Geräusche? Lese. Oh. Da ist Ethan. Der Obi, der dicke Bruder. Also drei sind schon tot. Der Opa ist tot. Footloose ist tot und der Dick ist auch tot. Ich meine, die sind alle tot. Warte mal, lesen. Der Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Chad war gemein, Papa war traurig, Mama war wütend, Travis war laut, Opa war ruhig. Okay. Okay. What did you do? What did you wake up? Bitte? Nothing. I found a room. I walked into it. That's it. Ich habe ein Zimmer gefunden. Da bin ich reingegangen. Das war's. Wie, du hast ein Zimmer gefunden? Feel it, right? Something, something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. Wo sind wir gerade? Nee, sind wir nicht, oder? Sind wir in diesem Vandegrift Haus? You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Hmm. Yeah, really? In Ordnung, okay, ich werde mal mit ihm reden. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Oh, Alter, was ist denn das für eine Riesenhütte hier? Die Atmosphäre ist mega beklemmend gerade. Oh. Es ist nicht meine Schuld. I didn't mean for any of this to happen. Ja, was ist denn bei... Oh, Alter, was ist denn los? Okay, so hier drin ist nichts. Das Haus da drüben vielleicht? Ist das dieses Wendecamp-Haus? War das hier? Geht das? Ja, hier geht's wieder runter. Oder Wendefold-Haus. Was weiß ich, hab den Namen schon wieder vergessen. Okay. Was hat denn der Junge angestellt? Was meint er mit, es ist nicht seine Schuld? Okay, das Haus ist schon auf jeden Fall schon mal kleiner. Und in diesem... Das ist das Haus, oder?
lesen. Ich hätte ja ein geheimes Zimmer gefunden. In dem Haus. Ist alles abgeranzt und ab. Oh, ja, oh, nochmal dieselben Backsteine. Hier hat er das Zimmer gefunden. Oh, oh, hier geht's auch nach oben. Nice try. Okay. Oh. Hier geht's nach draußen. Hallo? Oh, das ist so geil. Oh, holy crap. Liegt hier noch Zement rum? An den Schrank kommen wir nicht ran. Ich weiß ja nicht, wo der hier ein Zimmer gefunden hat. Ist das das Haus? Nee. Okay, warte. Hier unten war eine Note. Hä? Okay, warum ist es? Okay, lesen wir mal die Note hier. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten, hört mich. Großer Gesandter Focalor, ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon Tetragramm, weil ich ja Amen. Ich kann das nicht lesen. Oh. Okay. Hä? Oh. Warte, das ist doch... Tauschen? Hä? Ist das das... Ich bin verwirrt. Ist das das andere Haus? Ist das nicht das andere Haus, wo wir eben schon drüben waren? Was ist denn da an der Wand? So ein komisches Zeichen. Ich hab doch keine Ahnung. Das ist die Küche, die ist unten. War das so ein Flur? Wie Leute. Okay. Das hier ist der Dachboden, ne? Muss ich jetzt das Haus rekonstruieren von dem anderen? Seid ihr bescheuert? Ey, ich habe schon keine Orientierung. Wie soll ich mir da sowas merken? Ach du Kacke. Das ist jetzt die zweite. Ich weiß. Toll, und wenn es jetzt falsch ist? So wie jetzt? Hatte ich die ganze Zeit gut geraten, oder?
Ach du. Also das ist richtig. Boah, denn wir jetzt. Okay, hier unten, das hat gestimmt. Hä? Mach doch mal sowas mit mir. Okay, ja, ich bin hier in der zweiten Etage. Ja, weil es nicht richtig war. Oh nee, ich muss das jetzt nochmal machen, richtig? Fuck it. Das ist unten. Das war die... Das ist die Küche. Das war das. Was war das mit dem Stuhl? Was war das mit dem Stuhl? Ey, scheiß die Wand. Ich hab keine Ahnung. Das war der Dachboden. Ich muss alles richtig machen. Was war denn in der zweiten Etage? Scheiße. Oh, Leute, das ist doch Kacke, oder? Okay, ich mach's. Ich muss das anders machen. Ich weiß das nicht. Naja, ich weiß schon. Okay, pass mal auf. Es geht hier um das Haus, ne? Ich will hier raus, hallo? Jetzt, okay, warte. Ich bin ganz schlecht in solchen Sachen. Ich gehe jetzt rüber zu dem anderen Haus und schreibe mir mal ganz schnell den Lageplan auf. Also den Bauplan von dem Haus. Einen Moment. Hallo, da sind wir wieder. Okay. Ich hoffe, ich habe es richtig mir alles soweit aufgeschrieben. Ich hoffe es. Erste Etage. Hier fangen wir an. Hier ist die Küche. Das ist die Küche. Na, lass mich raus. Das ist die Küche unten. Hier ist so eine kleine Treppe. Das ist die Treppe. Hier ist irgendein umgefallener Stuhl. Das ist dieser Stuhl, genau. Okay, jetzt gehen wir hier. Das war die erste Etage, zweite Etage. Moment, umdrehen. Ich habe das so aufgeschrieben. Hab ich hier was? Das muss nicht. Das da. Ein Stuhl, ein Tisch. Dann hier ist noch so ein einzelner Tisch. Das da. Und dann muss hier irgendwie auf der linken Seite wieder so eine Treppe kommen. Genau hier, die Treppe, jawohl. Hier ist ein langer. Der lange Flur. Hier sind irgendwelche komischen. Das da. Hier war der lange Flur mit dem umgefallenen. Ist das richtig? Das da, genau. Ich. Das ist die zweite Etage. Okay. Das ist dann jetzt hier die dritte Etage mit dem Dachboden. Okay, und jetzt? Habe ich das Haus 1:1 übernommen? Ich hab alles. Bin jetzt auf gut Deutsch wieder in dem Haus.
Okay. Ich habe alles richtig gemacht. Die Tür ist auch noch zu. Oh. Erste Etage war das, ne? Oh! Aber... Holy crap, wo bin ich denn da gerade gelandet? Das ist dieses geheime Zimmer. Ey, wie cool. Yeah. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihm zu teilen. Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie ihm, aber der Zauberer sagte nein. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt. Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauberer kam nie heraus. Okay. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Warum? Brand legt Alkoholschmuggel frei. Von Daniel Jefferson, Bayfield County. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Otchen einen Brand bekämpften. Oder Old Otkin, keine Ahnung. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Scheffel, es könnte sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln. Obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Polizisten vor Ort bargen eine halbe Gallone schwarz gebrannten Apfelschnaps und eine Gallone geschmacklosen Schnaps. Apfelwein und Zimtstangen wurden auch neben der Brennerei gefunden. Die Polizei konnte noch nicht feststellen, wem die Brennerei gehört. Ah ja. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es ist doch ein Schrank. Den hätte ich jetzt nicht auch so einfach öffnen können. Ich weiß nicht, ob der Junge nur echt eine lebhafte Fantasie hat. Und das halt nur ein bisschen ausschmückt, weil seine Eltern halt illegale Sachen betrieben. Und um dass das nicht auffliegt, wollten sie ihn halt, naja, loswerden. Ich bin mir nicht sicher. Oh, okay. Ich würde sagen, auf zur Mine.